Einen wunderschönen guten Tag, da bin ich wieder, euer Onkel Noob. Und wir treffen uns in EVE Online, um das Tutorial Nummer 4 weiterzuspielen. Wie gesagt, ich habe nicht weitergespielt, aber ich war mehrmals dran, um Skills nachzuwerfen, denn wir hatten ja jede Menge Skills gekauft. Und... Verbinde. Verbinde. Genau. Genauso will ich das haben. Nein, ich will jetzt kein Schiff versichern. Wieso? Skill Training abgeschlossen. Die ist doch versichert hier. Ach übrigens, so sieht unser Schiffchen aus, ne? Das sieht aus wie Arbeit. Das ist die Ore-Fregatte. Das ist der Erzladeraum. Und da passt einiges rein. Wenn wir mal hier reingehen, dann sehen wir das in den Erzfrachtraum. Hoppla, in den Erzfrachtraum passen 5000 Kubikmeter Erz. Da müssen wir schon ein bisschen schürfen. Ja? Also ich kann hier zwei Erzminer drauf machen und habe noch einen leeren Slot frei, den ich aber nicht mit einer Waffe bestücken kann, sondern nur als Unterstützungsslot. Leider hat das Teil recht wenig Energie. CPU-Leistung ist ausreichend eigentlich. Es ist nicht zum Kampf gedacht. Man kann damit kämpfen, klar. Aber es ist eigentlich eine Mining-Fregatte und eigentlich für eine Fregatte eine sehr gute. Damit kann man schon einiges minern. So, wir wollen aber... Nein, nein, nein. Wir gehen hier... Oh, welche ist jetzt die richtige? Wo haben wir die Waffen drauf? Hier. Wunderbar. Haben wir noch was im Hangar? Nö, nur die Muni. Ja. Ich werde wahrscheinlich immer noch den... Dings nicht reinmachen können. Nee. Aber in 20 Sekunden. Wir haben schon weiter geskillt. Also... Von 16 auf 20 Sekunden. Ja, da müssen wir halt weiter skillen. Das dauert halt noch, ja. Gut. Dann fragen wir doch mal die Aura, was die so meint. Ob die was hat für uns. Die Akademie. Sie lernen schnell, Onkel Noob. Let's play. Sie können schon bald auf eigenen Füßen stehen. Naja. Bevor Sie allerdings alleine da rausfliegen, sollten Sie noch einen kurzen Stop bei einer unserer örtlichen Akademien einlegen. Wenn Sie der Beschreibung im Tutorial folgen, gelangen Sie in ein benachbartes System, wo Sie Ihr Zertifikat erhalten. Vorausgesetzt, dass Sie den entsprechenden Kurs absolviert haben. Wenn Sie der Beschreibung im Tutorial folgen, gelangen Sie in ein benachbartes System, wo Sie Ihr Zertifikat erhalten. Vorausgesetzt, dass Sie den entsprechenden Kurs absolviert haben. Aha. Gut. Ziele. Die folgenden Ziele müssen erreicht werden, um die Mission zu erfüllen. Lieferauftrag. Wir müssen was liefern. Beschaffen Sie diese Waren. Das ist der Zustellort. Das wäre unsere Akademie. Wir müssen abholen einen Gegenstand. Unseren Führerschein. Pilotenzertifikation. Reisen Sie nun zur Akademie, holen Sie die Pilotenzertifizierung und Dokumente aus dem Büro und bringen Sie diese zurück zur Aura. Ja. Olen, das ist mal woanders. Rechtsklick drauf, Kurs setzen, dann schauen wir mal. Ach, das ist ja ganz in der Nähe. Ein Sprung. Wir kriegen 500 ISK. Ja, sagen wir. Was willst du? Naja. Und raus. Ja, das Problem ist jetzt, dass wir zwar schon ein bisschen Waffen haben, aber wir haben eigentlich kaum Schutz, ne? Warp-Antrieb aktiv. So, die rote 2 sagt, dass wir zwei Waffen haben, die wir gruppiert haben, sodass die als Salve schießt. Geht's hin?
Nach Urlen. Urlen. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo andocken. Oh, ganz schön viel Polizei. Concord Police, ne, das andere ist Zoll. Zur Position warpen. Oh. Warp-Antrieb aktiv. Habe ich irgendwas überlesen? Bin ich selber überrascht. Oh, was? Ach, hier haben wir was. Frachtraum öffnen. Komm, flieg mal dahin. Kaldare Battleship ist. Was ist denn hier los? Amar? Ganz viele Fregatten. Komm. Gib's mir. Danke. War's das? Ach, Quatsch. Ja, wir müssen nur noch zurück. Cool. Dann, jetzt sind wir ja gesprungen, Kurs setzen. Springen. Warp-Antrieb aktiv. Brauchten wir überhaupt nichts zu kämpfen. Alles friedlich. Gerne. Hier ist die Geschütze fast 100 Schuss. Ja, 600 Meter ist natürlich nicht so doll, ne? Also 1000 Meter umkreisen. Positionsabfall innerhalb von 2100 Meter. Das heißt, wenn wir 2000 Meter machen, dann treffen wir noch vielleicht zu 50% oder 60%. Und darunter, der weiter weg, nimmt es dann sprunghaft ab. Unsere Chance, etwas zu treffen. Und andocken. Warp-Antrieb aktiv. Und kassieren. Wurde ich das schon erklärt, das sind Asteroidenbelts, also Asteroidengürtel, diese Dreiecke. Das sind Planeten, die runden. Das sind Customer Office, also Zollstationen. Das sind Monde. Dieser Planet mit dem Trabanten da, Monde. Und das sind Stationen. Haben wir nur eine hier. Undock-Erlaubnis erbeten. Anfrage zum Andocken angenommen. Und hier ist der Hund begraben irgendwie. Nichts los. So, komm. Abschließen. Jawohl, und wir sind schon auf die Ansehen von 2,1. Weiter geht's. Mission erfragen. Sie haben Ihren Grundlagentraining abgeschlossen. Och Gott, Onkel Noob Let's Play, jetzt sind Sie für etwas Anspruchsvolleres bereit. Es gibt ja näher ein paar Karriereberateragenten. Das ist etwas, wovon ich in der letzten Session gesprochen habe, welche Ihnen alles über die möglichen Aktivitäten und Karrierezweige beibringen können.
Diese werden Ihnen interaktives Training anbieten und Sie erfahren in verschiedenen Bereichen, von Asteroidenabbau bis hin zu Raumerkundung sammeln lassen. Wenn Sie fertig sind, werde ich Sie an Sie weitervermitteln. Sie sollten aber Ihre Sachen mitnehmen, da Sie danach wahrscheinlich nicht mehr hierher zurückkehren werden. Huhu! Ich soll schon wieder was transportieren? Von Kisogo nach Uitra. Gehen wir schon mal einen Kurs setzen. Uitra. Einmal Clearance Papers. Das sind Clearance Dokumente, die ich habe. Ach ja, und dann ist es wahrscheinlich zu Ende hier, schätze ich mal, ne? Mhm. Ich akzeptiere das mal gucken, ob die das mal uns rein. Ja, Clearance Papers. Ab in den Frachtraum. Was heißt denn das jetzt? Und hier sind Ihre Freigabepapiere. Nehmen Sie diese mit zur Station. Ich lebe die Kommando plötzlich und denken Sie daran, ich bin immer in der Nähe. Ach so. Ja, dann müssen wir den Rest mitnehmen, ne? Dann packen wir einfach mal ein. Nichts zurücklassen. Passt nicht. Ach, ich sehe das in den Drohnenhangar. Ich bin auch ein Löffel. Das war's. Ja, die Venture, die muss ich dann später abholen. Die könnten wir verkaufen. Ich aktiviere die mal. Haben wir hier noch irgendwas im... Ne. Dann nehmen wir die andere wieder. Wenn wir jetzt gehen auf... Verkaufen. Diesen Gegenstand verkaufen. Dann kriegen wir natürlich eine Meldung. Sie können Ibis nicht ohne Demontage auf dem Markt verkaufen. Demontieren Sie den Gegenstand und versuchen Sie es erneut. Ja, dann klicken wir rechts drauf und dann heißt es neu verpacken. Ja, bin ich sicher. Können wir nichts mit anfangen. Da kriegen wir natürlich auch nichts für. Aber besser als gar nichts. Jetzt verkaufen wir das. Ja, 99. Ja. Können wir die vielleicht aufbereiten? Wahrscheinlich nicht. Ne. Schade. Komm, dann verkaufen wir sie. Die hier... Das wäre blöd, die zu verkaufen. Was würde die denn bringen? Gar nichts. Die müsste ich jetzt zusammenpacken, dann würde die Versicherung erlöschen. Gut, dann haben wir hier in Kisogo noch eine Venture hängen. Bisschen blöd ist das. Müssen wir die irgendwann holen. Mission abschließen. Das haben wir bei uns drin. Clearance Papers, ja. Uitra ist eingegeben. Aha. Ja, von da nach da. Okay. Hoffentlich muss ich hier nicht zurück, um sie abzuschließen. Das wäre natürlich dumm. Okay, dann gib's ihm. Yippie! Hab ich ja gesagt, wir werden heute ein paar mehr Missionen machen. Warp-Antrieb aktiv. Aber hier den Kapselpiloten lässt in Ruhe, ne? Ja. Andock-Erlaubnis erbeten. Anfrage zum Andocken angenommen.
Oh. Die sind alle für uns verfügbar. Das heißt... Hallo? Hier können wir abschließen, das ist ja klasse. Außer ist eine Leistung, Onkel Noblitz. Sie sind angekommen. Ha, wie man sieht. Ich werde Ihnen jetzt weitere Anweisungen erteilen. Wie weitere? Effektives Ansehen 2,8. Schauen wir mal. Denn hier haben wir ja auch Ansehen. 2,85, gut. Und bei der Corporation, wo die arbeitet, da haben wir jetzt ein Ansehen von 0,27. Gut. Wer hasst uns denn? Alle sind ihnen gegenüber neutral oder positiv eingestellt. Hey, 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 hey. Mhm. Noch keiner, der uns hasst. Ja, gut. Einverstanden. Ja, schließen. Hallo, sie ist weg. So, die sind für uns jetzt verfügbar. Karriereerkundung. Da graut es mir jetzt schon vor. Mit Sonnen rumfuchteln und scannen. Wirtschaft, das scheint Handel zu sein, oder? Fortgeschrittenes Militär, Industrie, Militär. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Militär an. Ich will mal meine Waffen ausprobieren. Sollten allerdings jetzt irgendwann mal... Hallo? Wir packen mal wieder alles raus. Müssen wir nicht immer alles mitschleppen, ne? So. Ja, fragen wir den noch mal, ne? Fangen wir mit dem einfachen Militär an. Okay. Wenn Sie die Mission eines Agenten ablehnen oder nicht erfolgreich absolvieren, wird er möglicherweise ungehalten. Ey. Sodass Ihr Ansehen darunter leidet. Oh je, das ist schlecht. Sie dürfen alle 4 Stunden eine Mission ablehnen, ohne einen Nachteil davon zu tragen. Ja, das haben wir jetzt gelernt. Brauchen wir nicht immer anzeigen. Okay. Oh, da kriegen wir schon richtig Belohnungen hier. Repair-System, Skill, nun ein 75 Meter Gatling Rail. 2000 Mal Antimatter Charge S. Ja, die hätten wir gar nicht kaufen brauchen. Cool. Cash für Capsule-Piloten. 1 von 10. Müssen wir den 10 Missionen machen. Oh. Effektives Ansehen 0,2. Rühren, Soldat. Hören Sie her, bevor ich Sie ins Haifischbecken werfe, möchte ich sehen, wie gut Sie in sicheren Gewässern zurechtkommen. Ein paar Guristas-Verbrecher bedrohen Arbeiter in einem nahegelegenen Asteroidengürtel und die Bergleute, die dort arbeiten, haben darum gebeten, dass wir die Gegend säubern. Kümmern Sie sich darum. Es wird Ihrem Ansehen bei einem Agenten schaden, wenn Sie seine Mission mehr als einmal ablehnen. Okay. Die folgenden Ziele müssen erreicht werden, um die Mission zu erfüllen. Ziel: Säubern Sie den Asteroidengürtel von den Piraten, so wie Ihr Agent es Ihnen im Namen einer Gruppe von Bergarbeitern aufgetragen hat. In Uitra, also hier im System. Was ist das? Hauptquartier 6N. Ja, das könnt ihr euch jetzt mal durchlesen. Das ist nicht ganz so wichtig. Das ist ein bisschen Hintergrund. Info. Okay. Wisst ihr, stoppt da einfach das Video, lest es nach und dann ist es gut. Bewilligte Gegenstände. Die folgenden Gegenstände wird Ihnen bewilligt, sobald Sie die Mission angenommen haben. Einmal Repair-System. Mhm. Die folgenden Belohnungen gehören Ihnen, wenn Sie diese Mission abschließen. Einmal 75 mm Gatling Rail 1. Bonusbelohnungen. Sie erhalten die folgenden Belohnungen als Bonus, wenn Sie die Mission innerhalb von 5 Stunden abschließen. Ja, und es heißt natürlich Boni im Plural und nicht Bonusse, wie ich irgendwann mal gesagt habe. Ist mir beim Rendern aufgefallen. Also, sorry für diesen Fauxpas. Ja, akzeptieren wir einfach mal, ne?
Oh, erfolgreich umkreisen. Ja, das habe ich euch schon mal erklärt. Waffen entfalten ihre Wirksamkeit jeweils nur innerhalb bestimmter Reichweiten. Dieses Tutorial bringt Ihnen bei, wie Sie die optimale Reichweite, optimale Range einer Waffe ermitteln und zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen können. Weiter. Bitte docken Sie Ihr Schiff von der Station, bevor Sie fortfahren. Gut. Das brauche ich jetzt nicht, weil das habe ich euch schon erklärt. Das haben wir nämlich schon mal durchgemacht. Alles blinkt. Ja, was sind hier mit Personen? Okay. Ja, dann müssen wir dahin nach Uitra. Wir sollen nur die Piraten abknallen, ne? Mhm. Dann los. Jetzt bin ich mal gespannt. Nahkampf müssen wir. Da fliegt ein Avenger. Sieht man an den roten Kondensstreifen. Da auch. Da. Zur Position warpen. Warp-Antrieb aktiv. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich unser Schiff hinschlägt. Ohne großartige Schilde. Und im Nahkampf vor allen Dingen noch. So, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Dann haben wir etwas bessere Übersicht. Wenn es ja gleich zur Sache geht. Ja, 2000 Meter ist... Oh, ne, 2-1. Also 1000 Meter umkreisen müssen wir. Da sind doch schon die ersten. Also, aufschalten geht nicht. Ich bin noch im Warp. Und umkreisen, 1000 Meter. Der nähert sich schon. Der Pity Arrogator. So, Jungs, jetzt will ich was sehen. Für das Geld, was ich ausgegeben habe. Ah, ich kann nicht weiter als 29.000 aufschalten. Alles klar. So, du bist gleich reif, Bärbursche. Ich fange gleich schon mal an zu schießen. Och, das war's? Ja, so muss ein Kampf sein. Ist auch leider ein leeres Wrack. Also volle Wracks erkennt man daran, dass der untere Dreieck gefüllt ist. Der schaltet uns schon auf. Ja, machen wir doch mal dahin, ne? Ja, jetzt haben wir keinen Nachbrenner, damit es schneller geht. Wie fliegen wir denn hier? Ja, der beschleunigt jetzt. Was sind die Jungs denn? Da. So, den können wir aufschalten. Den auch. Können wir schon drei aufschalten? Haben wir schon soweit geskillt? Ja. Den umkreisen bitte. Den Pity. Und gib's ihm. Ist doch zu weit weg. Ah, jetzt. Umkreisen bitte. Umkreisen, bitte. Ja, das geht doch ganz anders, Leute, ne? Da haben wir auch ein volles Wrack. Das ist sehr schön. Also, ihr seht mal, was das ausmacht von 1,5 DPI. DPI, sag ich schon. Trotz per Second, DPS. So kann man übrigens noch so ein Ringmenü öffnen. Linke Maustaste und dann kann man hier, was weiß ich, Ort speichern und... So,
So, du bitte umkreisen. 1000 Meter. Das kann man auch extra einstellen mit Rechtsklick. Standardeinstellungen, da gibt man eine Entfernung ein, ja. Dann geht das, brauchen wir das nicht immer hier runter, mit Rechtsklick runterfahren, die 1000 suchen, gibt man einfach hier ein und dann geht's den Jungs an den Kragen. Hätte man nachladen können, lohnt nicht. Der braucht auch höchstens 5-6 Schüsse. Etwas weit entfernt. So, jetzt trifft er voll, ja. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was der hat. Der ist leider leer. Hier ist eine Minenstation. Sollen wir mal in Ruhe lassen. Das sind übrigens Asteroiden, ne? Wälzbar. Wenn ich da einen Rechtsklick drauf mache, Info anzeigen. Als die im bekannten Universum am häufigsten vorkommende Erdsorte ist wälzbar praktisch überall zu finden. Es gibt immer noch eine ständige Nachfrage, dass eine große Menge des häufig gebrauchten Minerals Tritanium, das ist das, wo wir ein Stück von haben, enthält. Zu finden in Sonnensystemen der Stufe 1.0 oder darunter. Aber wälzbar, wälzbar, alles wälzbar. So, hier hätten wir gesagt, umkreisen. Und wenn du dann... Dann macht dann Kofferraum mal auf von dem Jungen gleich, wenn du so nah dran bist. Mal gucken, was der drin hat. Wahrscheinlich nur Schrott. Aber auch Schrott lässt sich verkaufen. Ja, Metal Scraps, Schrott. Und... Munition! Das war's. Was sagt denn der Agent? Alt, okay. Dann würde ich sagen, zurück. Wir haben alles erfüllt. Hier lässt sich nichts mehr holen. Die sind alle leer. Wir haben noch keinen Salvager. Schade. In der nächsten Folge werden wir einen haben. Dann ist der Skill soweit. Ein Beacon ist ein Leuchtfeuer. Ja, und hier können wir nichts machen an den Asteroiden. Und dann haben wir schon den Mond, den nächsten Monde, Planeten, Station. Dann andocken. Warp-Antrieb aktiv. Und vorher bitte alle nachladen. Das war eine sehr gute Investition. Und war gar nicht mal so teuer. Nur die Rumreiserei war ein bisschen suboptimal. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht in der letzten Folge. Aber es kann eben auch jemandem passieren, der sowas schon häufiger gemacht hat. Man vergisst was. Man plant etwas danach, was man vorher nicht wusste, was man machen würde. Ja. Wir hätten alles in Gita bekommen. Andock-Erlaubnis erbieten. Ja, hier ist schon mehr los in Uita, weil Anfrage eben zum Andocken angenommen. Hier die Karriereagenten sind. Mission abschließen. Wunderbar. Alles gekriegt. Repair-System könnte man schon ein Skill hinzufügen machen. Das durfte noch nicht so weit sein, ne? Doch. Der noch nicht. Da muss ich Drohnen heute Nacht irgendwie... Was muss ich machen? Das Reparatur? Beschädigte Panzerung? Wieso habe ich eine beschädigte Panzerung? Als Reparaturdruck in den Stationsdienstleistungen erlaubt es Ihnen, Ihre Panzerung und Hülle gegen ein Gebühr reparieren zu lassen. Ja, dann öffnen wir das. Ja, Reparaturdruck, Mann. Hier ist das... Ne, Versicherung, hier ist Reparatur. Was ist denn kaputt gegangen? Gegenstand reparieren.
kaputt. Da ist nichts dran. In meiner ist auch nichts dran. Onkel Noob. Spindy. Bitte beachten Sie, dass es auch möglich ist, bestimmte Module zu kostenlosen Reparatur im All zu verwenden. Ja, ja, klar. Derartige Teile heißen Panzerungs- und Hüllenreparaturmodule und sind auf dem Markt erhältlich. Anmerkung. Die komplette Reparatur eines Schiffes durch die Verwendung dieser Module kann viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viel Schaden verursacht wurde. Fertig. Das, was hier oben immer so piep, piep, piep macht, ist ein Timer. Dann hat draußen irgendjemand einen Angriff gehabt oder sowas und der Timer sagt halt, dass er sich nicht ausloggen kann in der Zeit oder auch nicht an der Station andocken kann, bis der Timer abgelaufen ist. Das heißt, wenn man drauf geht, kann man sich nicht einfach ausloggen und der andere kriegt das Schiff nicht und den Loot, ne? Das geht nicht. Das ist gesperrt. Der kriegt das Schiff dann auf jeden Fall. Das Zeug bitte. Also nehmen wir mal mit. Nee, Uranium nicht. Okay, nächste. War nett, war schnell. Cashflow-Kapsel 2 von 10. Onkel Noblitz. Schlechte Nachrichten. Die Goristas haben sich für ihre Niederlage gegen sie mit der Entführung eines Bergarbeiters gerecht und verlangen jetzt einen Geiselaustausch. Sie wollen den, der für den Tod ihrer Kameraden verantwortlich ist. Das bin ich. Kurzum, sie wollen sie. Was für Idioten. Offensichtlich ist denen nicht klar, wozu Kapselpiloten in der Lage sind. Also fliegen sie da raus und erteilen sie denen eine Lektion. Eine sehr schmerzhafte. Lieferauftrag? Wo schaffen sie diese Waren? Einmal Civilians. Ach, Zivilisten muss ich besorgen. Beseitigen Sie die Piraten und retten Sie den zivilen Bergarbeiter, den Sie als Gefangenen halten. Sie werden den Zivilisten in einem von einem Piratenschiff über Bord geworfenen Frachtcontainer finden. Der folgende Gegenstand sollte einmal Motion Prediction. Eine Merlin kriege ich. Eine Fregatte. Wenn wir die Kestrel gar nicht kaufen brauchen. Naja. Sie halten die folgende Belohnung als Bonus, wenn Sie die Mission innerhalb von einer Stunde und 42 Minuten abschließen. 74.000 ist. Oh, eine Merlin. So, nochmal. Ich muss die alle abknallen. Und den Bergarbeiter zurückholen. Okay. Akzeptieren. Geil. Eine neue Waffe als Belohnung für eine Mission erhalten, indem Sie den Ausrüstungsdienst verwenden. Können Sie die Waffe ausrüsten und die Munition oder den Frequenzkristall in Frachtraum Ihres Schiffes legen. Docken Sie nun ab. Ich habe kein neues Schiff gekriegt. Später. Gut, dann nein, Ruhe geben. Nicht mehr blinken. Abdocken. Die Mission müssen wir auf jeden Fall noch schaffen. Ich will die Merlin. Ich sammle jetzt Schiffchen. Warp-Antrieb aktiv. Oh ja, hier sind überall Gebiete, wo erforscht wird, gekämpft wird und so weiter. In Missionen. Oh, wir fliegen zurück durch das Teil durch. Warpen wir. Woff. Durch unseren Hangar hindurch. Wo geht's hin?
aufgeladen sind wir. Und? Oh, ist ja richtig was los. Sind noch weit weg. Drei. Ein Beacon. Wir haben Asteroidenwelt hier. Aber das ist weit entfernt. Ne, das können wir vergessen. Das ist außerhalb. Das ist anderthalb mal so weit entfernt wie die Strecke Sonne-Erde. Dead Space Goristas Frigate. Die haben mich schon erfasst. Aber das können wir ja auch. Was ist mit dem? Will der nicht? Ich brauche als nächstes einen Nachbrenner, damit ich schneller bin. Na komm her, Brüderchen. Und jetzt du. Oh, da haben wir ein volles. Sehr schön. Ja, das geht schon ein bisschen flotter, ne? Wenn wir jetzt noch einen Nachbrenner hätten, dann wären wir auch noch schneller da. Ja, wir nehmen Schaden. Aber der repariert sich ganz, ganz langsam. Und da sind die nächsten. Was hin, Junge? 94% repariert er sich. Ich sehe nichts. 188. Ah doch, 189. Ganz langsam. Sehr schön. Da ist der Typ drin. So, jetzt werden wir erstmal kassieren. Was haben wir? 90.800 im Laderaum. Und das ist der Wert der Munition. Mal eben nachladen. Brauchen wir eigentlich nicht, aber... Ach, guck mal. Wir kriegen... ordentlich was dazu. Den Typen hier bitte einladen. Zivilien. Hat keinen Preis. Gut. Haben wir auch drin. Ne? Ja. Dann den hier bitte. Ja. 95. Heile, heile, heile. Dann geht das schon ein bisschen schneller. Komm, komm, komm. Umkreisen. Kofferraum auf. Frachtraum auf. Sag mal Kofferraum. Oh. Was ist das denn? Ja, nichts Tolles. Das Scrap-Metall alles mal stapeln. Hier bitte den noch. Und das war's dann. Man kann sich nicht ewig Zeit lassen. Nach ungefähr 1 bis 2 Stunden implodieren diese Wracks oder auch Container, ja, zerstören sich. Und einmal am Tag
glaube 12 Uhr ist es jetzt, hier in der Winterzeit wieder, ist Downtown-Zeit. Das heißt, der Server wird einmal am Tag runtergefahren, um ihn kurz zu warten, vom Müll zu entschlacken, die Asteroiden-Bells wieder aufzufüllen und dann wird er wieder online gebracht. Das dauert meistens so 10 Minuten bis zu einer halben Stunde, aber meistens nach 10 Minuten ist er wieder online. Wenn noch ein Patch aufgespielt wird, ein kleiner, dann dauert es ein bisschen länger. Oh! Guck mal hier. Zur ersten wertvollen Gegenstände. Ja, in Anführungsstrichen wertvoll. So, dann gucken wir mal, haben wir alles erfüllt? Noch irgendwas offen? Nein. Da müssen wir noch hin zum Zustellort. Dann kriegen wir noch ein Häkchen. Alles andere ist erfüllt. Schließen. Sehr, sehr schön. Andocken. Warp-Antrieb aktiv. Gut gemacht. War auch nicht allzu schwierig, muss man dazu sagen. Gibt allerdings auch Missionen, die muss man wirklich 3-4 Mal lesen, bevor man es richtig kapiert, was man alles und in welcher Reihenfolge machen muss. Da sind die oft sehr pingelig. Ja. Joho. Andock-Erlaubnis erbieten. Wir kriegen eine Merlin. Na komm, lass mich rein. Anfrage zum Andocken angenommen. Merlin ist auch ein schönes Schiff. So, Mission abschließen. Wir haben alle Häkchen. Gute Arbeit, die Familien der Bergarbeiter werden erfreut sein. Ich werde dafür sorgen, dass sie benachrichtigt werden. So, jetzt schauen wir doch mal. Da ist er. Na? Ahaha, die Merlin. Ja. Eine schöne Fregatte. Die kann allerdings keine Raketenwerfer tragen, sondern Geschütztürme, wie Hybridwaffen und Bergbaulaser. Man könnte noch einen Bergbaulaser einbauen, auch noch. So drei Geschütztürme. Ah, Stromnetz ist jetzt nicht gerade der Hammer. So, dann haben wir Skills bekommen, die schmeiße ich gleich mal rein, alle. Was macht die denn für einen Schaden? 75 Minuten Gatling Ray, das ist auch nix, ne? Was ist denn mit einer 125er? Wenn wir die mal ausrüsten sollten. Na, wo ist es denn? Turrets and Base, da haben wir es schon. Und zwar Vibratories, Railguns, Small, ja, eine 125er wieder. Preiswert. Wie weit schießt die? Und 2,4 Gigajoule. Oh, der hat einen größeren Positionsabfall. Zielverfolgungsgeschwindigkeit ist sehr, sehr viel schlechter. Hm. Feuerrad ist besser. Schadensmodifikator ist nicht gerade so hoch. Die Reichweite 9450 ist natürlich besser, ne? Da brauchen wir nicht so nah ran.
Haben wir die Voraussetzungen? Ja, hätten wir. Sollen wir da mal 3 reinbauen? Soll ich's wagen? Die gibt's bei uns gar nicht auf der Station, ne? Doch. Aber für ein Schweinegeld. Ne, Leute, das kann nicht wahr sein, dass es hier 60.000 kostet auf der Station. Und in Jita kostet man mal gerade etwas mehr als ein Zehntel. Das ist lächerlich. Nee, Finger weg. Wir machen mit unserem Ibis-Schiff hier noch weiter. Ein bisschen. Nehmen noch die nächste an und dann werden wir mal beim nächsten Mal auf die Kestrel umrüsten. Weil die Gegner wahrscheinlich dann auch immer stärker werden. Schönen großen Laderaum hat sie. Aber auch keine Drohnen, ne? Kein Drohnenhangar. Was ist denn das für ein Käse? Ja, Kaldari. Gut, dann. Angeboten, nächste. Haben wir noch was bei uns drin? Ja, klar. Das könnten wir mal einbauen bei uns. Explosion brauchen wir eigentlich. Haben wir eigentlich einen guten Schild. Würde das gehen von der Kapazität? Ja. Nee. Tactical Shield Manipulation 1. Leute. Nee, Skills brauche ich. Hallo, wo sind Skills? Ja. Shield. Tactical Shield Manipulation. Mhm. Könnten wir lernen. Was macht der? Zur Verhinderung des Durchdringens von Schaden durch den Schild. Einschließlich den Betrieb von Schildhärtern und anderen förmlichen Schilden. Ja gut, den brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar dieses brauchen wir. Adaptiv Invulnerable Shield und ich glaube EM. Da haben wir nämlich so gut wie nichts an Kapazität. Ja, fehlt uns. Der macht 25% auf EM Schaden. 25% auf Thermalresistenz, Kinetikschaden und Explosivschaden. Sehr, sehr schön. Brauche ich. Was ist denn mit dem Limited? Gigajoule. Brauche ich mir gar nicht reintun. Ist nichts für das kleine Schiffchen. Nee. Dann vergessen wir das. Wir machen noch ein bisschen. Mhm. Die Bergbau Corporation ist dies jetzt glücklich, aber der Betreiber der Station nicht. Ein Pirat, der gerüstet hat, aus der Datenbank dort ein paar prekäre Dokumente gestohlen. Und der Betreiber droht damit, meinen Arsch ins Weltall zu befördern, wenn ich es nicht schaffen sollte, diese Dokumente zurückzuholen. Sie haben sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen, deswegen vertraue ich Ihnen diese Aufgabe an. Bringen Sie mir diese Dokumente zurück. Die folgenden Ziele. Lieferauftrag. Beschaffen Sie diese Ware. Einmal Secret Documents. Wir müssen die hierher zurückschaffen. Ja, Moon 4, Star Wars Akademie. Wir kriegen 2x Light Electron Blaster. Nein! Die haben wir für die Kästler gekauft. Einmal Propulsion Jamming. Ja, gut. Ja, die haben wir schon eingebaut. Haben wir 4 Stück. Und Kohle gibt's auch.
Vernichten Sie die Piraten, erbeuten Sie die geheimen Dokumente aus dem Container, den Sie hinterlassen, erstatten Sie... Ja, nix dollet. Ja, da habe ich keine Energie für, Leute. Er wird verringert während des Mundung. Ja, ist klar. Gut, demnächst. Nein, lasse mich jetzt in Ruhe und hört auf zu blinken. Wir sind wieder auf 12,5 Millionen. Das Zeug bitte noch hier rein. Okay. Das bitte zusammenfügen. So, jetzt haben wir schon 6000. Okay. Angenommen haben wir. Abdocken. Die macht... Eines oder mehrere Module an ihrem Schiff ist offline. Nein. Was ist denn hier? Habe ich den nicht rausgeschmissen? Nee. Gut, dann. Hoppla, zurück. Spiel denkt an alles. Warp mal dahin. Warp-Antrieb aktiv. Immer schön auf Lokal bleiben, weil es kann auch vorkommen, dass zur Mission hier im lokalen Chat etwas geschrieben wird. Oh, Bergbaubarkasse. Yo, yo. Oh, es ist schon mehr. Ja, ich bin noch im... Ja, komm. Ich werde es euch zeigen. Von wegen hässliches Gesicht. Oh, eine Webber-Drone. Die macht mich langsamer. Ja, ich merk's gerade. Halbe Geschwindigkeit nur. Die müssen wir zuerst abknallen. Ist nämlich schlecht, wenn ich zu langsam bin. Scheiße, ja. An die komme ich gar nicht ran. Die ist zu schnell für mich. Ey, was los hier? Schieß, wehr dich. Komm ich da dran, Mensch? Du nicht, du. Komme ich nicht dran. Na komm, noch einen Schuss. Das musst du doch schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Annähern. Thank you.
Na dann du. Hin zu dir. Verdammt, das kann nicht wahr sein. Jawoll, und jetzt zu dir hin. Nicht zu fassen. Er ist einfach zu weit weg. Also langsam, ganz langsam komme ich näher. Ja, das ist ein Nachteil von Nahkampf, ne? Okay, dann lass mal das. Hol ich mir den restlichen Kram. Ja, Mist. Fliegst du jetzt auch dahin, ja? Anscheinend. Folgt die mir? Ja. Bleibt immer schön außer Reichweite. Ja, notfalls packe ich mir die andere Waffe drauf und dann wird sie abgeknallt. Ganz einfach. Fliege ich nochmal zurück. Nehmen wir den erstmal mit hier. Secrets, Documents. Looten den. Tama hat das Gebiet verlassen, ja, geht dann weiter. Hallo? Ach, was verlangsamt er mich da? 66, 67 Meter. Zurück andocken. Dich hole ich mir gleich. Antrieb aktiv. Kommt die Railgun drauf und dann war's das, Baby. Dürfte noch nicht erfüllt sein. Doch. Die Webber-Drohne brauchte ich gar nicht, siehste? Na, die ist unbemannt. Das ist kein Pirat. Also, Weapon heißt jemanden festhalten, verlangsamen. Webifier 1, Webifier 2. Undock-Erlaubnis erbeten. Anfrage zum Andocken angenommen. Alles schöne Sachen, die aber viel Strom verbrauchen. Abschließen. Jawohl. Das heißt, das kommt runter. Brauchen wir auch nicht. Sonst haben wir hier nichts drauf. Das heißt, ich beende mal hier diese Session. Die nächste erfragen wir beim nächsten Mal. Und die spiele ich gleich direkt hinterher. Und in der Zwischenzeit, offline, hole ich die Kestrel hier hin. Okay, einverstanden? Weil es jetzt nicht so spannend, die Kestrel hierher zu holen. Ja, dann würde ich sagen, so long und bye bye, euer Onkel Noob und fly safe.